Gut, ihr lieben Makerlein, ich hoffe, es geht euch allen gut da draußen. Wer meinen Kanal schon seit längerem verfolgt, der weiß schon über die Odyssee, die ich mit dem Voron hinter mir habe. Und nicht nur mit dem Drucker selbst, sondern auch mit der Kamera, die ich schon lange verzweifelt versucht habe, drauf zu mounten. Aber bevor wir jetzt zu dem Thema kommen, habe ich noch eine Bitte. Ich habe in den Statistiken von YouTube gesehen, dass 70-80% meiner Zuschauer den Kanal nicht abonniert haben. Wenn ihr also meine Videos guckt, bitte ich euch drum, abonniert kostenlos meinen Kanal, tretet der Makorama Family bei. Das hilft mir unheimlich weiter und kostet euch gar nichts. In diesem Sinne vielen Dank dafür schon mal. Genau, jetzt habe ich mit der Kamera natürlich das ein oder andere Malheur gehabt. Zum Beispiel mit der Raspberry Pi Kamera, die ich bis vor kurzem dran hatte. Die ist mir regelmäßig, wenn ich vergessen habe, das Ding nach hinten zu klappen, entsprechend vom Druckkopf abgeräumt worden. Und das finde ich ziemlich nervig. Der Designer von der Datei hat sich ein geniales Modell ausgedacht, dass man das schön vorne in den Bereich von der Tür vom Voron mounten kann. Allerdings muss ich echt sagen, hat er auch dazu geschrieben, und das ist das, was mir passiert ist, wenn man dann entsprechend ein Quad Gantry Level macht oder die Heatmap entsprechend abruft und dann versucht dort entsprechend zu leveln, dass es dann natürlich passieren kann, dass der Druckkopf in die Kamera reinrennt, weil er zu weit nach vorne rausragt. Und das ist mir insgesamt zweimal passiert und da habe ich gesagt, okay, ich baue die Kamera jetzt ab, es bringt nichts. Der zweite Punkt, den ich bei der Raspberry Pi Cam hatte, der mir nicht gefallen hat, absolut nicht gefallen hat, war einfach dieses Flachbandkabel. Und dieses Flachbandkabel ist sowas von empfindlich und auch die Stecker davon sind so empfindlich. Mir ist schon am Raspberry entsprechend selbst hinten der Stecker kaputt gegangen. Das heißt also, diese kleine Plastiköse oben ist ausgebrochen. Das finde ich sehr schade. Und an der Kamera selbst ist natürlich der gleiche Mechanismus. Und wenn da ein bisschen zu oft die Kamera abgeräumt wird, kann es natürlich passieren, dass das auch irgendwann kaputt geht. Und das möchte ich nicht und das macht keinen Sinn. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich verwende diese Kamera für ein anderes Projekt, wo es nicht so großartig mit Problemen zu tun hat. Klar, ich hätte jetzt können sagen, okay, ich packe die Kamera hinten in die Ecke rein und gucke, dass da der Druckkopf nicht hinkommt. Das hatte ich auch schon überlegt. Allerdings ist es halt im Winkel ein bisschen blöd, weil die Gantry fährt halt bis zum gewissen Punkt runter und dann ist der Winkel, den die Kamera hat, natürlich sehr beschränkt, dass man noch das Druckbett zum Großteil sieht und das Druckobjekt nicht ganz drauf passt. Ist alles nicht so optimal, habe ich mir gedacht. Und ich habe gedacht, es muss doch auch eine Möglichkeit geben, wie ich das Teil halt in einen besseren Winkel bekomme und einen besseren Blickwinkel überhaupt auf das ganze Druckbett bekomme, ohne dass die ganze Zeit der Druckkopf drüber fährt oder so in Richtung. Und die einzigste Möglichkeit, die ich gesehen habe, war einfach wirklich hinzugehen und zu sagen, ich packe das Ding an die Gantry. Und mit diesem Gedanken, das Ding an die Gantry zu packen, war natürlich dann die Raspberry Pi Kamera schon gleich von vornherein raus, weil die muss ja natürlich auch entsprechend vom Kabel her recht flexibel sein. Das muss ja mit in die Höhe und mit in die Tiefe fahren. Klar, kann man auch irgendwie machen, ist aber nicht so schick. Und am schicksten wäre es natürlich, das Kabel mit durch den Kabelbaum zu legen. Also habe ich mich auf die Suche begeben und habe mal geguckt, ob ich eine Kamera finde, eine kleine Mini-USB-Kamera, die vom Niveau her gleichwertig ist oder vielleicht sogar besser ist, die mit einem flexiblen Kabel entsprechend angesteuert werden kann. Und siehe da, ich bin fündig geworden. Ich habe eine kleine Kamera gefunden. Und das ist die hier. Das ist eine Waveshare USB-Kamera, natürlich nicht ganz komplett, das Gehäuse, was hier drumherum ist, ist natürlich gedruckt. Und das ist diese kleine Kamera hier. Ihr seht schon, ich halte es mal da in die Kamera rein. Die ist echt winzig. Die ist echt winzig und wird mit so einem kleinen Mini-JST-Stecker, nenne ich es jetzt einfach mal, entsprechend angesteuert. Ist also richtig genial. Nun, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe gesagt, okay, das Ding kann ich jetzt nicht einfach so plain, klar, könnte ich schon, aber kann ich jetzt nicht einfach so plain guten Gewissens an die Gantry dran schrauben. Ich möchte dafür ein ordentliches Gehäuse haben und habe erstmal angefangen hier ein paar Prototypen zu bauen. Der erste war dieser hier. Das war einfach nur ein rechteckiger Klotz mit einer Aussparung halt für die Kamera und mit ein paar Bohrungen, damit ich gucken kann, okay, passt das ungefähr. Das war schon mal ein Weg in die richtige Richtung, ja. Dann habe ich gesagt, okay, so ein rechteckiger Klotz sieht recht bescheiden aus und habe dann einfach mal die Ecken abgerundet. Das sieht auch schon mal ganz gut aus. Ihr seht, hier oben ist immer noch alles schön flach. Da ist noch gar nicht irgendwie was dabei, dass man da irgendwo noch eine Mutter reinpacken könnte oder so in Richtung. Da habe ich mir nur überlegt, kann eventuell ein Kabel rauskommen. Alles ganz gut und schön. Und dann habe ich irgendwann angefangen, auch mal, na Moment, da sind wir, diesen Prototypen hier zu bauen, wo dann auch schon hier vorne ein Deckel drauf ist.
entsprechend mit einer Öffnung für die Kamera. Das hat soweit gepasst, nur dass das Loch hier noch ein bisschen, wie man sich denken kann, ein bisschen zu groß war. Und natürlich die Halterung, es hat nicht wirklich großartig drauf gehalten, weil hier noch keine Lasche dran ist. Dann kam der nächste Schritt, die nächste Evolutionsstufe, nämlich dieses Teil hier. Und da seht ihr schon, sind hier oben so ein paar Arme dran oder so ein paar Erhebungen dran. Da ist hier oben entsprechend ein Loch drin, dass man da eine Mutter reinpacken kann, nur mit dem Unterschied, dass das noch ein bisschen zu klein war, das Loch. Das habe ich alles entsprechend in Fusion 360 dann noch nachdesignt. Hier habe ich auch schon die ersten Öffnungen reingepackt für die Laschen, damit der Deckel auch später besser hält. Und das hat dann auch schon relativ gut geklappt, glaube ich, beim ersten Modell. Hier haben wir so die Kombination. Und ihr seht schon, ihr hört schon, es knackt schon so richtig schön. Das fällt also jetzt nicht einfach mehr runter, sondern wird durch kleine Nupsis hier in der Innenseite schon richtig gut gehalten. Und damit habe ich dann schon mal ein funktionierendes Gehäuse quasi gehabt, was ich nutzen konnte. Ja? Der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, ich baue mir noch ein paar Arme dran, dass das ganze Teil halt entsprechend ordentlich hält. Und dass ich das Ganze auch auf dem Rahmen befestigen kann, weil nur das Gehäuse so macht natürlich keinen Sinn. Da kann ich natürlich noch nichts dran befestigen. Also habe ich einfach mal ein bisschen noch rumgespielt und habe gemerkt, okay, so ganz hundertprozentig passt das nicht. Und habe nochmal die Höhe von den zwei Erhebungen an der Seite entsprechend angepasst. Und rausgekommen ist dann das hier. Und ich weiß, die ersten von euch werden jetzt sagen so, ach, was ist das denn? Ja, also zum Vergleich, zur Information, diese Lücken hier drin, hier unten an der Seite, sind einfach deswegen, weil hier das Kabel rauskam, ursprünglicherweise, so habe ich mir das überlegt. Und dass ich dann entsprechend hier ein bisschen Bewegungsfreiheit habe, wenn ich das Teil hin und her bewege, dass es halt nicht von den Armen abgeräumt wird. Das ist so erstmal eine ganz gute Überlegung, allerdings sieht es halt nicht wirklich schön aus, ist auch nicht wirklich kompakt. Und es hat mich gestört, dass, wenn ich den Deckel später drauf gepackt habe, entsprechend, na, der ist noch nicht so schön, das ist ein Fehldruck, dass ich dann halt ein ziemlich hässliches Konstrukt einfach habe, wie man da sieht. Es sieht eher aus wie eine Brücke. Und das war mir zu klobig, zu, naja, nicht elegant genug. Deswegen habe ich das wieder in die Tonne getreten und habe gesagt, nee, ich gehe nochmal ans Reißbrett zurück. Besser gesagt, an Infusion 360. Und habe angefangen, diese Erhebung nochmal runterzuschrauben, um zu gucken, dass ich das wirklich so aufs Minimalistischste runterbekomme. Und die Lösung war natürlich dann entsprechend diese Öffnung für das Kabel einfach ganz wegzulassen. Ja, dass das Ganze halt kompakt wird, dass das Kabel oben rausgeführt wird, so wie es jetzt hier der Fall ist. Und dass ich dadurch halt entsprechend die Bauform von der eigentlichen Halterung sehr, sehr flach hinbekomme. Das ist dann die finale Version, wie man sehen kann. Und da ist jetzt die Erhebung gerade noch so groß, dass hier eine Square Nut reinpasst, also eine viereckige Mutter. Und ihr seht schon, die Arme habe ich auch verändert, dass die gerade so halt da rumliegen. Das heißt, man kann es um 360 Grad rein theoretisch drehen. Allerdings ist natürlich dann das Problem, dass dann irgendwann sich das Kamerakabel um die Halterung wickelt. Und das ist natürlich nicht so der Sinn und Zweck der Sache. Deswegen, ich muss noch mal kurz den Tisch zur Hilfe nehmen. So, und das ist dann die finale Version, die dabei rausgekommen ist. Ihr seht schon, da ist eine Öffnung für die LED drin, da ist die Öffnung für die Kamera. Hier kommt das Kabel raus. Hat auch den Vorteil, dass ich das Kabel nicht mehr cutten und verlängern muss oder so in Richtung, sondern wenn es reicht und so durch die Gantry durchgeht, habe ich natürlich leichtes Spiel, weil ich das Ding direkt an den Raspberry Pi anschließen kann und das Kabel nicht mehr bearbeiten muss. Und ich muss sagen, so schlecht sieht es eigentlich an sich auch noch nicht wirklich aus. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, kann man so verwenden. Es passt auch auf die Profile, es passt vor allen Dingen auch auf den Mini. Für den habe ich hier dieses kleine blaue gedruckt, ja. Da muss ich nochmal den Deckel nochmal neu drucken. Wie gesagt, das eine war ein Fehldruck. Und dann kann ich das auch auf den Mini montieren, auf den Zero besser gesagt. Ja? Und diese Kamera werde ich mir dann entsprechend für alle anderen Drucker noch besorgen, um dann auch wirklich den Brucer und den Mini, den Ender 3, V2 auszustatten und natürlich die ganzen Zeros. Denn ich denke, das ist vom Formfaktor her, finde ich das sehr attraktiv, sehr, sehr schön gemacht und natürlich unschlagbar finde ich das USB-Kabel. Dass man dieses leidige Flachbandkabel von der Raspberry Pi Cam nicht mehr braucht. Denn gerade beim Drucker, wo es halt zu Vibrationen kommt, wo der, je nachdem, wo man die Kamera montieren möchte, halt schon entsprechend
naja, an seine Grenzen stößt mit dem Flachbandkabel, da ist es hier, denke ich mal, eine deutlich bessere Möglichkeit. Die kann ich auch beim Prusa zur Not an den Druckkopf packen. Die gibt es auch nochmal in klein und in viereckig. Ja, also was heißt in klein, aber in viereckig, dann halt ohne LED. Gibt es wahlweise auch mit Fixfokus. Gibt es also in verschiedenen Varianten, kosten zwischen 30 und 50 Euro. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Genauso die Links von dieser STL-Datei. Die könnt ihr bei uns im Shop dann entsprechend runterladen. Und damit verabscheue ich mich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Happy Printing!